Mümmelchen. Bitte, bitte nimm mich mit. Nein, du bist viel zu klein für so einen Game-Contest. Zu klein? So ein Quatsch. Du hast doch nur Angst, dass ich dich wieder an der Playstation abzocke und alle deine Freunde über dich lachen. Du hast doch nur gewonnen, weil meine Batterien schlapp gemacht haben. Die haben schlapp gemacht, weil du 2 Stunden lang nicht über das erste Level rausgekommen bist. Mümmelchen. Nenn mich nicht Mümmelchen. Und jetzt geh und spiel mit deinen Puppen. Husch, husch, husch. Im Gegensatz zu dir hab ich schon lange keine Puppen mehr. Du schläfst ja immer noch mit Bibo-Bären. Weißt du was? Du bist eine richtig kleine Nervensäge. Und deshalb nehme ich dich nicht mit. Und meinen Freunden gehst du auch tierisch auf den Keks. Wenn du hier bist, wir haben dich schon überall gesucht. Kommst du mit? Die Schullotterieziehung geht gleich los. Lotterie? Wieso? Davon weiß ich ja gar nichts. Leute, wartet auf mich! Und was kann man als Gewinn? Das ist doch eine Überraschung. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, Schokoriegel, 100 Stück für den Gewinner. Nun ja, ich tendiere eher dazu, dass der Hauptgewinn einer Schullotterie lehrhafter und sinnreicher Natur ist. Ergo, eine illustrierte Universalenzyklopädie. Ich will das zum Spielen. Einen neuen Bibo-Bären? Ein Computerspiel natürlich. Und der dritte Preis. Schokoriegel für ein halbes Jahr geht's an die Nummer 33. Yeah, ich hab gewonnen. Das ist der beste Tag meines Lebens. Woo! Yeah! Und der zweite Preis, die illustrierte Universalenzyklopädie, geht an die Nummer 77. Vielen Dank, ja. Baby, es reicht. Entschuldigung bitte alle. Das ist mir Wahnsinn, fand ich immer. Ich meine natürlich wie eine Wiedewitze. Ich habe gesiegt, meine Freunde. Ja. Und der Hauptgewinn geht an Nummer 17. Ja, ich habe gewonnen. Was ist es? Ein Computerspiel? Invasion of the Empires Teil 8? Ja? Eine Karte für das Konzert. Sportfreunde Stiller? Juli? Nein, ich weiß es ja schon. Seed? Nein, eine Karte für die Stinkstiefel! Yeah! Yeah. Wer? Na, die Stinkstiefel. Das ist meine Lieblingsband. Ich kann jeden einzelnen Song auswendig. Zum Beispiel Riech an meinen alten Socken. Der ist klasse. Oder Schweißfüße. Ein total einfühlsamer Text. Echt? Also hört sich gut an. Das war mir klar, dass dir sowas gefällt. Du hast hier überhaupt keine Ahnung. Die sind klasse. Und ich wette, dir gefallen sie auch, wenn du sie siehst. Oh, Mümmelchen. Dann gib doch deine Karte deiner kleinen Schwester von den Stinkstiefeln. Ja, hier, nimm sie. Ich habe echt Besseres zu tun. Danke, Mümmelchen. Du weißt ja gar nicht, was du verpasst. Eine schwachsinnige Band für kleine Mädchen, hä? Tja, ich werde mal Julia sagen, dass du denkst, sie ist ein kleines Mädchen, wenn ich mir mit ihr zusammen die schwachsinnige Band anschaue. Was? Julia geht da auch hin? Ja, sie hat gestern im Radio eine Karte gewonnen. Dabei wäre das doch so romantisch gewesen. Du, Julia und die Stinkstiefel. Lilly, gib mir die Karte wieder. Ich muss unbedingt zu den Stinkstiefeln. Die Stinkstiefel sind mein Leben. Ich liebe die Stinkstiefel. Lilly! So was hat sie mir noch nie gesagt. Sag mal, das kann doch gar nicht sein, dass du ausgerechnet heute so viele Bücher für den Unterricht brauchst. Och, ich nicht, aber meine Freundinnen, die brauchen ja auch noch einen. Okay, Lilly, pass auf. Ich entschuldige mich für alles. Und ich verspreche dir, ab heute darfst du immer mit meiner Playstation spielen. Frieden? Frieden. Oh, danke. Ab heute vertragen wir uns für immer. Oh ja, Kommissar. Du bist der beste große Bruder auf der ganzen Welt. Und weißt du was? Du bist die beste kleinste Schwester auf der ganzen Welt. Und die netteste. Und die großzügigste. Und kann ich jetzt die Karte wieder haben? Vergiss. Mann, bist du fies. Warum? Du wolltest sie doch überhaupt nicht haben. Okay, was willst du dafür? Alles dicke Alben. Kriegst du. Und noch was. Biet was an. Playstation? 10 von meinen Spielen? Alle. Alle? Na gut, dann eben alle. Und jetzt gib mir die Karte, ja? Nee, immerhin ist es ja die Karte mit der Sitzplatz Nummer 36. Und Julia hat die Nummer 37, also direkt daneben. Echt? Gib mir die Karte! Sorry, ich fürchte, du musst den Einsatz noch mal erhöhen. Was? Aber ich hab doch gar nichts mehr. Doch, hast du. Es fängt mit B an und hört mit Bo auf. Bi. Nein, 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 nicht Bibo-Bär. Nicht Bibo-Bär. Okay, du kriegst Bibo-Bär. Jetzt gib mir die Karte. Lilly, gib mir die Karte. Ach, Bibo-Bär, weißt du noch, als du in das Haifischbecken gefallen bist und ich bin reingesprungen, um dich zu retten? Das war der Goldfischteich vom Nachbarn. Ja, mit Mördergoldfischen. Außerdem ist Papa reingesprungen. Ach, hör weg. Sie weiß ja nicht, was sie redet.
Müllmärchen, ich habe in diesem Monat noch was anderes vor. Also gib endlich her. Du bist kalt und gefühllos. Du hast noch 30 Sekunden. 29, 28. Ach, Bibo-Bär, treuster Gefährte seit meinem zweiten Lebensjahr. Nun ist die Zeit gekommen, da wir getrennte Wege einschlagen müssen. Ich werde dich stets in meinem Herzen tragen. 3, 2, 1, 0. Jetzt gib endlich her. Pass doch auf, tut ihm weh. Danke, Müllmärchen. Hier ist die Karte. Lilly, es geht nicht. Ich kann ohne Bibo-Bär nicht leben. Gib ihn mir zurück. Er ist mir wichtiger als alles andere im Leben. Tja, du kannst ihn gerne wiederhaben. Aber hatte ich schon erwähnt, dass das Konzert gleich anfängt und Julia bestimmt schon ganz einsam auf ihrem Platz sitzt. Direkt neben deinem. Okay, beide Stoffklumpen. Ich muss weg. Julia, kannst wieder rauskommen? Na, endlich! Warum musste ich denn so ewig lang auf dem Klo warten? So lange kann ja nicht mal ich mich schminken. Ach, mein Bruder ist hier noch umgestanden. Hast du die Karte für die Stinkstiefel? Ja, hier, nimm sie schnell. Ich kann diese Band einfach nicht ausstehen. Wie hast du es nur geschafft, deinen Bruder zu überreden, dass er mitkommt? Ach, er ist einer von den ganz großen Stinkstiefel-Fans. Rieche meinen alten Socken da! Du richtig rocken. Boah, hör auf, das wird mir schlecht. Lilly, erst zockst du mir Bibo-Bär ab und dann erzählst du Julia auch noch, dass ich aus einer verknackten Band wie die Stinkstiefel stehe. Langsam reicht echt. Ja, meinst du, für mich war es leicht mit dir? Die ganze Zeit. Warum singen die denn so ein Mist? Und wo ist Julia? Hätte ich doch besser mal Bibo-Bär mitgenommen. Bibo-Bär? Wie geht es ihm? Hat er nach mir gefragt? Ja? Eigentlich ist er ziemlich enttäuscht und beleidigt, weil du ihn für eine Konzertkarte verraten und verkauft hast. Ach, er spricht über mich. Er hat mich nicht vergessen. Darf ich ihn sehen? Aber nur 5 Minuten. Bitte, Lilly, gib mir mit zum Einschlafen, ja? Nur zum Einschlafen. Ich tue alles dafür. Sag mir noch, was du willst, ja? Da fällt mir doch bestimmt noch was ein. Lilly, hier bist du. Wir haben dich schon überall gesucht. Oh, dieser blöde Moment. Ja, ich denke eher, ja. Was? Julia, geht da auch hin?